Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles. Wir haben, oder ich habe zumindest erfolgreich den Sandsturm überwindet. Da kam nicht so zu uns, also dass ich hätte Schaden kriegen können. Das hat man richtig gesehen, hier so vorbeigedüst. Hier und da gehe ich nicht, ja. So vorbeigedüst. Und das dann Richtung. So, ja, so ein Brecher. Meine Maus sieht man ja nicht. Müsste ich mal eigentlich mal einblenden. Naja. 600 noch was Spinnenseide hatte ich gefarmt bekommen. Sehr schön, finde ich das. Dann habe ich ja schon rausgemacht. Im Fall, zack. Hier dort raus machen. Hier hat quasi. Ich bräuchte hier ein bisschen was. Hälfte hier raus. Raus für dickes Leder. Zack. Zack. An den Speck. So. Was macht die Hyäne? Es dauert meiner Meinung nach ein bisschen zu lange. Ich habe es ein bisschen hoch runter gedreht. Und schon. Hübchen, ja. Aufteilen. Noch vier Leute. Zack. 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 Hat jeder was davon? So. Hat gar nicht so, was ich machen möchte. Ich hätte jetzt gesagt, für diese Folge. Ja, für diese Folge werde ich den ersten quasi Dungeon bezwingen. Den ersten Dungeon hatte ich ja schon mal gemacht. Auch nicht hier. Ich habe sogar jetzt einen Sandsturm Max mir gebaut. So. Etagenwerkstatt. Jetzt einfach mal alles hier rein. So, mal gucken, was ich rausbekomme. Und hier 1000 Holz raus. Einen Bogen bräuchte ich, weil an den Dungeon braucht man einen Bogen. Sonst gerade nicht, wo ich einen Bogen herstellen kann. Guck mal. In Hand gemacht. Einfach am Bogen. Ein paar Pfeile hatte ich ja hier drin. So. Ich hätte gesagt, wir sehen uns quasi auf davor. Ist ja. Ja, wo ich jetzt gerade ranzoome, hier ist es quasi. Wir sehen uns ein bisschen davor und bis gleich. Hier sind wir angekommen. Hier ist angekommen. Ich weiß, dass es hier zum Interagieren gibt. Ja, könnt ihr auch gerne lesen, wenn ihr was möchtet. Schnell flott die Karotte dahin.
Jo, quasi hatte ich in der Nähe meine Base habt. Du willst sie mit mir anlegen, ne? Die Babys hier werde ich wahrscheinlich erst später mitnehmen. Oh. Na du. Was Prinzen für mich. Na schöne. So. Ups. Wird jetzt ein bisschen einfacher, aber ja. Netz ab hier. Die Gewühle hier. Ich finde es lustig, mit so einer Armee rumzulaufen. Ist etwas einfacher strickt dann. Aber irgendwann ist so viel aus dem Namen. Die Balle irgendwo. Rolling. Alter. Südgebräu. Heiß und nach Wintergewürzen Duft. Hier doch mal mit. Ist etwas strikt einfach erhalten, aber man hat immer eine kleine Garde neben sich. Wenn so ein großes Vieh auf einmal antanzt, können wir auch mal große Verluste erleiden. Weißt du? Also das ist eigentlich egal. Zack. Zack. Das Einzige, was ich aufpassen muss, ist, dass ich da oben noch einen nehmen lasse. Ja, schön. Meine Truppe wird langsam sehr stark. Ich jetzt scheißen. Drei Bogenschütze. Aber Dafari ist ein bisschen zu low für mich schon. Oder was nehmen? Gut. Zack.
Wo ist denn da named? Nicht da named? Hier ist da named. So. Hätte jetzt gesagt. Davor steht noch einer, egal. Stop following. Nicht mal folgen. Stop. Stop. So. Jetzt den Rest hier alleine. Was auch nehmen ist. Aua. Easy. Den Bogenschützen mal dich töten. So. Ja, schon lootet. Jop. Abnispulver nehme ich auch mal mit. So. 9, 6, 9 und 7. So. Machen wir Attacke. Gespannt, ob mein Schwert überhaupt noch das alles aushält. Bei der Reparaturkits wirken anscheinend nicht mehr so wie es mal war. Da sind ein paar Tieren. Was aushält? Albino-Baran. Hat. Und zum Kret. Oh, kann man das abbauen? Da dachte der Schwefel. Der Schwefel sieht nur so aus bei den einen Gebiet. So. Ja, da weiß ich das ja schon alles. So, ganz genau, weil ich den Dungeon ja schon ein-, zweimal gemacht habe.
Oh, Show. Rettung kann man ja nicht. Kleine Info. Warum gibt es auch diese Dinger, ja. Wie es heißt. Zieht da so weit hoch, dass man da hin kann. Voll vergessen. Eigentlich ist der Dungeon sehr einfach. Der Boss hält ein bisschen was mehr aus als die Gegner eigentlich, die bekommen. Machen schon von hier das Ding abschießen. Und ja, mehr Begleiter, desto ekliger wird's. Finde ich. So. Ja. Steigt da hinten das Wasser ein. Kreislauf. Ist ja fast Stufe 10. Aber nach dem Boss bist du Stufe 10. Mich einfach mal mit. Demo-Dings-Werkstatt zu bringen. Wenn noch was etwas gibt. Wenn hier runter kann. Beim letzten Mal war ich nicht da in den Raum nicht drin. Eine kleine Pause. Okay. So, dann bin ich wieder. Hatte kurz was zu erledigen. So. Was ist denn das? Eine Stahlkeule. Das ist eine Betäubungswaffe. Die muss ich nehmen. Ich habe da eine Eisenkeule. Geilen Stuff, die Leute. Wenn es ein bisschen dunkel hier ist, tut mir leid.
Nur das Ding. Oh, jetzt kommt der erste Dungeon Boss. Naja, du Zicke. Oh, wird schon uns beschießen. So. Attacke. So ein bisschen beschießen. Ah, kommt schon freiwillig raus. Wollte gerade einen Heiltrank nehmen. Wir sehen uns gleich noch mal da drin. So, jetzt bin ich quasi wieder. Die Begleiter machen das quasi für mich schon. Die Teile habe ich nur einfach cheated, weil ich musste das dann quasi komplett nochmal neu machen. Passt komplett neu. Drei Tänzerin. Ich muss nämlich schnell machen, weil das Gerätze gleich wieder kommt. So. Ich kann jetzt ein paar Dinger herstellen. Das Vieh habe ich abgebaut. Schade natürlich, dass ich erstmal gestorben bin. Mein Inventar ist wie Putze. Straße. Geh mal raus. Schon in Level 10 geworden. Kämpfer 2. Und du hast deine Getreue verfügen über bereits Paletten von Fähigkeiten. Also quasi alles. Sehr schöne. Sehr schön. So, und damit war es das für diese Folge. Ja, abwechslungsreich gewesen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.